Straßen wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Alles ist relativ normal, alles ist, oh, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Auf Schloss Einstein war mal wieder viel los. René sprach sich endlich mit seinem Vater aus. Ich wollte nicht zu sehen, wie du dein Leben wegschmeißt. Ich? Wer trinkt denn hier eigentlich? So gab es für die beiden doch noch ein schönes Happy End. Ein fremdes Mädchen tauchte auf Schloss Einstein auf und verdrehte den Jungs gehörig die Köpfe. Wie heißt du eigentlich? Lukas Düber. Vanessa. Vanessa Turner. Vanessa machte sich auf Anhieb jede Menge Feinde. Lass die Finger von Lukas. Ach ja? Den kannst du nicht haben. Aber so einfach ließ sich eine Vanessa nicht abschrecken. Wetten, dass ich Lukas bis morgen Abend geküsst habe? Sag mal, wie findest du eigentlich die Neue? Welche Neue? Na, diese Vanessa. Ganz okay. Ich finde, die kommt ziemlich zickig rüber. Finde ich nicht. Naja, ich kenne sie ja noch nicht so lange. Findest du, dass sie wirklich so gut aussieht, wie sie denkt? Naja, als hässlich würde ich sie nicht bezeichnen. Wer ist nicht hässlich? Ach, niemand. Ich dachte schon, ihr redet über mich. Kein Lachs? Nicht mal Parmaschinken mit Honigmelonen? Kannst du als Vorschlag an die Küche weiterreichen. Wartet, ich setze mich zu euch. Sorry, aber wir müssen noch was Wichtiges besprechen. Zicke. Hey, du! Wer? Ich? Komm her! Ich hab dir doch gesagt, du kannst mich Chewie nennen. Macht nichts, kannst dich trotzdem zu mir setzen. Okay, danke. Ich bin doch kein Baby mehr. Fühl nur noch, dass du mich an die Hand nimmst. Kann ich gerne machen. Ich hab keinen Bock auf diese scheiß Kaserne hier. Alexander, reiß dich zusammen, ja? Wir waren uns doch einig. Herfahren, angucken und dann sehen wir weiter. Du hast ja einig. Ist doch ganz hübsch, findest du nicht? Hallo! Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle? Dr. Emanuel Stolberg. Ich bin der Direktor von Schloss Einstein. Ach, guten Tag. Kirchner. Ah ja, ich erinnere mich. Wir haben miteinander telefoniert. Richtig. Und das hier, das ist mein Sohn. Alexander. Hallo, Alexander. Aber schauen Sie sich doch erst ein wenig um. Sehr gern. Nachher werden einige Schüler unseren Gästen das Schloss und seine Umgebung zeigen. Wenn Sie mögen. In einer halben Stunde beginnt die erste Führung. Vielen Dank. Das ist sehr nett. Ja, wahnsinnig nett. Bist du ja gar nicht so langweilig, wie ich dachte. Bist du eigentlich ein echter Chinese? Mein Vater ist Chinese. Oh, ich muss da mal. Die anderen warten sicher schon auf mich. Kannst du mein Tablett mitnehmen? Gerne. Dann bis nachher, Ching Chong Chewie. Was machst du denn noch hier? Draußen gibt's voll viel zu tun. Ja, ja, ich gehe ja schon. Ich wollte die Zwiebeln für den Fischbrötchenstand abholen. Dankeschön. Sag mal, hast du nichts zu tun? Ich habe einen Job für dich. Am Fischbrötchenstand werden dringend frisch geschnittene Zwiebeln gebraucht. Spinnst du? Wer bist du überhaupt? Hast du irgendwas zu sagen? Ich heiße Verena. Ich bin Schülersprecherin und ja, ich habe was zu sagen. Und wenn schon, ich habe keine Lust, tagelang nach Zwiebeln zu stinken. Hör mal, Milady. Hier auf Schloss Einstein ist es üblich, dass jeder mithilft. Ich habe eine Zwiebelallergie. Sonst noch was? Die hier bringst du jetzt zu Herrn Pasulke. Pasulke? Wer ist denn das? Kleiner Intelligenztest. Das schaffst du schon. Heimweh ist schlimmer.
Mein Gott, wie sehen Sie denn aus? Sonnenbrand? Im Turbogang. Dann seien Sie mal froh, dass Sie nicht beim Grill gelandet sind. Sonst wird man Sie ja glatt für eine Bratwurst halten. Schön viel Röckchen, so viel wie draufpasst. Ist das Mira? Ja, das ist der Sohn meiner Schwester. Rolf Roland. Oder besser gesagt, Rollo. Wollen Sie ihn hier anmelden? Nö. Ich wollte ihm mal eine feine Schule zeigen. Wo Kinder hingehen, die sich mehr anstrengen als er. Ich habe halt andere Interessen. Andere Interessen? Liebe Gäste, in wenigen Minuten findet unsere erste Führung durch das Schloss statt. Interessenten finden sich bitte im Foyer ein. So, Rollo, jetzt wird's spannend. Pass auf. Lukas, hast du eine Ahnung, wo Dennis ist? Der wollte mir noch helfen. Nee, danke. Ich gehe mal eben in die Krankenstation und hol mir was gegen meinen Sonnenbrand. Du kommst doch einen Augenblick alleine klar, ja? Dieser Pasulke hat gerade gesagt, du sollst jetzt den Fischbrötchenstand übernehmen. Ich? Ja. Ciao, bis nachher. Hey, habe ich extra für dich aufgehoben. Danke, ist echt nett von dir. Ich habe gehört, du bist nachher auch beim Arschbombenwettbewerb dabei. Ja, das stimmt. Du etwa auch? Ja, ich mache sogar die Siegerehrung. Also gib dir Mühe. Was gibt's denn zu gewinnen? Wart's ab. So, hier gibt's frische Säfte und Obst. Und das ist unser neuer Klassenraum, der 988. Ja, und da drüben befindet sich unsere Bibliothek. Außer unseren Büchern haben wir da auch noch Computer mit Internetanschluss. Alex, kannst du dich nicht wenigstens heute mal benehmen? Hast du was gesagt? Ja, und das ist unser neuer Getränkeautomat. Ein echt starkes Teil. Nur Vorsicht, mancher spuckt der Stadt Kakao-Ochsenschwanz aus. Ich hab Durst. Bitte. Offensichtlich hat der Automat heute gute Laune. Er ist noch der Einzige. Was bildet sich diese Zicke eigentlich ein? Meinst du Vanessa? Stell dir vor, sie wollte mit mir wetten, dass sie Lukas bis heute Abend geküsst hat. Was? Sie glaubt wohl, sie kann jeden haben. Sprecht ihr mal wieder von mir? So interessant bist du nun auch wieder nicht. Gibt's am Fischbrötchenstand nichts mehr zu tun? Es gibt Wichtigeres. Die Jungs wollen, dass ich die Siegerehrung mache. Was? Meinst du bei diesem blöden Arschbombenwettbewerb? Bingo. Dieser, Lukas ist ja da wohl auch dabei. Was? Davon weiß ich ja gar nichts. Ups. Da habe ich jetzt wohl ein Geheimnis ausgeplaudert. Naja, egal. Ich freue mich jedenfalls schon darauf, Lukas ein bisschen näher kennenzulernen. Tja, also, das ist unser Labor. Mit seinen vielen verschiedenen Möglichkeiten für spannende Experimente. Hast du gerade spannend gesagt? Das war ja wohl ein Feuerwerk für Arme. Ja, dann gehen wir jetzt in den Keller. Ey, die Nummer hast du ja wohl gerade voll vergeigt. Was ist denn heute los mit dir? Was soll denn los sein? Das war ja wohl gerade super peinlich. Wenn du keinen Bock hast, dann geh doch einfach. Verdammte Scheiße. Tinker ist weg. Wie weg? Na, ihre Mutter hat sie heute Morgen abgeholt und ist mit ihr nach Wiesbaden gefahren. Sie hat da einen Job beim Bundeskriminalamt bekommen. Ja, das tut mir leid, aber wusstest du davon gar nichts? Es ging alles verdammt schnell. Dennis, Felix und ich schaffen das zur Not auch alleine. Nee. Aber aufpassen, das nächste Mal kracht's richtig. Auf dass man's ordentlich bis nach Wiesbaden hört. Lukas, du willst doch da nicht wirklich mitmachen. Wobei denn? Na, bei diesem blöden Wettbewerb am See. Ach, das meinst du. Warum denn nicht? Naja, ist doch total albern, ein Arschbombenwettbewerb. Nee, das ist total klasse. Willst du nicht auch mitkommen? Danke, kann ich drauf verzichten. Könnte es sein, dass du ein bisschen eifersüchtig bist? Wie kommst du denn da drauf? Ach, war nur so ein Gedanke. So, das war's.
Draußen erwarten Sie nun Margareta und Kai? Mit einer Führung durch den Schulgarten. Und keine Angst vor den Bienenstöcken. Ich mach mir gleich in die Hosen. Ich gehe schon mal vor und guck, wie weit die Bratwürstchen. Können wir jetzt auch endlich los? Nein, können wir nicht. Ich muss noch mit Herrn Dr. Stolberg wegen der Anmeldeformalitäten reden. Hey, hast du es immer noch nicht gecheckt? Ich will nicht auf dieses Kackschloss. Langsam, junger Mann, ganz langsam. Entspann dich, Alexander. Ich schlage vor, du gehst schon mal nach draußen, während ich mich noch kurz mit deiner Mutter unterhalte. Einverstanden? Geht mir in mein Büro. Ja. Sehr gerne. Kostet? Zur Feier des Tages nichts. Dankeschön. Idiot. Hast du mich gerade so genannt? Pass bloß auf. Nee, der Typ da vorne hätte es noch nicht mal nötig, sich zu bedanken. Ach komm, Schwesterchen, reg dich nicht so auf. Gib mir lieber ein Caipirinha. Ja, klar. Kommt sofort. Hier. Wie läuft's eigentlich mit Tessa? Ganz gut soweit. Sie freut sich total auf Hamburg, aber... Was aber? Ja, ich kann wahrscheinlich nicht mitfahren. Wieso? Hast du eine Absage von der Kunstfachschule bekommen? Naja, ich habe da angerufen. Und? Ich meine, das hätten die mir auch am Telefon sagen können, wenn ich angenommen bin, oder? Quatsch. Ich meine, selbst wenn sie dich nicht nehmen, Hamburg ist doch nicht aus der Welt. Wie, du meinst eine Fernbeziehung? Sowas klappt nie. Wieso? Probier's doch erstmal aus. Ja, nee, danke. Sowas brauche ich nicht. Spinnst du? Und hier kommt auch schon unser nächster Bomber, Marcel Müller aus Seelitz. Zeig sie, Marcel, wir sind die Besten. Guck mal, das ist schon unser Preis. Und Marcel nähert sich der Startposition. Nochmal Applaus für Marcel. Was ist denn los? Wen suchst du? Ich such Lukas. Von dem war ich ja. Verdammte Scheiße, meine Badehose. Wie ich sehe, ist die erste Wasserleiche zu beklagen. Marcells Badehose. Wer ist bereit, sie zu retten? Zu spät. Ah, Marcel, ja. Das sieht nicht gut aus. Sieh zu, wie du jetzt aus dem Wasser kommst. Ja, der Profi sorgt halt vor. Nimm mal auch mit. Tut mir leid, das mit dem Kackschloss. Habe ich überhört. Alexander ist im Moment eben nicht so ganz einfach. Gibt's denn aus Ihrer Sicht vielleicht einen Grund dafür? Also, ich habe ihn alleine großgezogen und vielleicht ist er dadurch ein wenig verwöhnt. Und dann ist vor kurzem mein derzeitiger Lebensabschnittsgefährte bei uns eingezogen. Und das Problem ist nur, Alex und er haben noch nicht so den richtigen Draht gefunden. Verstehe. Wie ist denn Alexander in seiner alten Schule zurechtgekommen? Also in den naturwissenschaftlichen Fächern ist er sehr begabt. Und in den übrigen hapert's also? Naja, in dem einen oder anderen Fach könnten seine Noten besser sein. Aber in Physik und Mathematik, er ist sehr intelligent. Oh, entschuldigen Sie. Internatschloss Einstein, Emanuel Stolberg am Apparat. Ach, Herr Schulrat, kann ich zurückrufen? Danke. Also, was ich von Ihrem Gymnasium gehört habe, ich glaube, Alexander wäre hier sehr gut aufgehoben. Ich will sehen, was sich machen lässt. Aber unter einer Bedingung. Wir vereinbaren eine dreimonatige Probezeit.
Vorausgesetzt natürlich, er kommt freiwillig her. Gut. Was hast denn du hier zu suchen? Siehst du doch. Geiles Ding, oder? Na, geht so. Na, hör mal. 1024 MB Arbeitsspeicher. Meine Arzt hatte 2048. Ja, dafür hat der hier aber 200 GB Festplatte. Ich habe meinen gerade auf 1 Terabyte getunt. Was ist denn das? 1 Terabyte sind genau 1000 GB. Und was willst du mit so viel Speicher? Die Umlaufbahn des Sonnensystems berechnen? Nö, Adventure-Spiele. Hm. Soll ich dir mal was zeigen? Nö. Verdammter Mist! Was denn? Irgendwie ist das Arbeitsplatz-Icon vom Desktop verschwunden. Weil du es gelöscht hast. Quatsch, das ist von ganz allein passiert. Ja, ja, lass mich mal. Bitte sehr. Das ist total verkohlt. Ja, das ist ja wohl. Was soll man dazu sagen? Also ich glaube, da kommt was auf uns zu. Na, da sind wir uns ja auch mal einig. Bitte sehr. Bitte sehr. Bitte sehr. Hi. Das war gar nicht mal so übel eben. Das war noch gar nichts. Macht es dir eigentlich Spaß, dich so scheiße zu benehmen, oder was ist dein Problem? Es geht dich einen Scheißdreck an. Schickt dich etwa der Oberfeldwebel oder was? Sowas haben wir ja nicht. Und dein Gelaber vorhin? Wie toll der Laden hier ist, das war ja wohl das Letzte. Wie viel haben sie denn dir dafür gezahlt? Weißt du was, du kannst mich mal. Auf sowas wie dich können wir echt verzichten. Also ein bisschen beleidigt bin ich ja schon, dass sie mich so gar nicht in ihre Pläne eingeweiht haben. Ich wusste ja selber nicht, dass es dann so schnell geht. Morgen um die Zeit sitze ich bereits im Flieger. Tja, wenn die Sonne Brasiliens lockt, kann der Regen von Seelitz nicht mithalten. Nee. So, jetzt wird's ernst. Mhm. Herr Wolfert hat erzählt, du gehst nach Brasilien? Ist doch ein Scherz. Oder? Nee, ist kein Scherz. Wie jetzt, wirklich? Ja, ich arbeite für ein Entwicklungshilfeprojekt in Sao Paulo. Wir bauen dann Heim für Straßenkinder auf. Du weißt aber schon, dass Sao Paulo ziemlich gefährlich ist. Naja. Ich habe das Gefühl, um Nadia müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich glaube... Ich werde euch vermissen. Ach, wir dich auch. Ach Mensch, was Schiff. So. Hallo? Hat jemand ein Taxi bestellt? Ja, hier. Pass auf dich auf. Mach ich. Nadja, warten Sie! Gott sei Dank sind Sie noch nicht lecker. Entschuldigung, aber Sie wissen ja, was heute hier los ist. Also, wenn ich ausnahmsweise verraten darf, Sie haben doch hoffentlich noch keine Digitalkamera? Nein. Wir dachten nämlich, dass Sie uns immer mal ein Foto von Ihrem neuen Leben schicken werden. Mache ich gern, danke schön. Ich habe zu danken für alles, was Sie für unser Internat getan haben. Alles, alles, alles Gute für Ihre Zukunft. Danke. Danke. Wenn mich nicht alles täuscht, hat sich Paul soeben auf den ersten Platz gebombt. Damit fällt Marcel auf den immer noch guten dritten Platz zurück. Schiebung! Als nächstes wird Rollo Reisig springen. Rollo, wo bist du? Ja, aber ich bin noch nicht so weit. Da Rollo noch an seinem Kampfgewicht arbeitet, sehen wir jetzt,
Lukas Düber von Schloss Einstein. Willst du dir das nicht noch mal überlegen? Ich zieh das durch. Drück mal einfach die Daumen. Lukas, 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 Lukas. Auch damit. Wenn du die Krönung machen willst, musst du unparteiisch sein. Ach ja, das hat über keiner was gesagt. Dann weißt du es jetzt und kannst die Klappe halten. Lukas geht auf Startposition. 3, 2, 1, Action! Der Feind des Guten ist der Bessere. Damit, lieber Paul, musst du deinen ersten Platz an Lukas abtreten. Applaus für Lukas! So, ich bin soweit. Wie ich soeben höre, ist nunmehr auch unser letzter Kandidat Rollo Reisig startklar und begibt sich zur Absprungrampe. 3, 2, 1, Action! Fährst du jetzt eigentlich weg? Du wolltest doch mit deiner Oma an die Ostsee. Du, ich muss was sagen. Ja? Ich komme nicht wieder zurück aus Einstein. Was? Aber das hat nichts mit euch zu tun. Aber meine Eltern, die kommen zurück nach Deutschland und dann... Klar. Weißt du, ich glaube, die haben einfach genug von Indien. Und wenn sie ja da sind, dann... Ich verstehe dich, Maggie. Dann möchtest du lieber bei ihnen wohnen. Ich werde dich so vermissen, meine kleine Maggie. So, Alex. Herr Dr. Stolberg würde dir eine Chance geben, aber zwingen kann ich dich natürlich nicht. Du musst auch nicht. Wie meinst du das? Ich hab's mir anders überlegt. Ich meine, schlimmer als auf meiner alten Schule ist es ja auch nicht. Was ist? Können wir gehen? Ich versteh's nicht. Warum denken alle, ich wäre blöd und man könnte es mit mir machen? Und jetzt kommen wir zur großen Siegerehrung. Auf den dritten Platz bombte sich Paul Ragowski. Zweiter wurde Lukas Düber. Und auf den ersten Platz bombte sich unangefochten Rollo Reisig. Oder in deiner Art? Man kann es nicht lesen, ich bin der King. Ich komme mit nach Hamburg. Die haben mich angenommen an der Kunstschule. Super! Leute, können wir jetzt? Ja, na klar. Auf direktem Weg nach Hamburg. Nee, bis zum Bahnhof und dann ist Schluss. Wir fahren zusammen nach Hamburg. Oh, ich liebe Happy Ends. Ich ruf dich vorher an. Ich glaube, wir werden hier noch alle viel Spaß zusammen haben. Und nächstes Mal bei Schloss Einstein? Sprich doch auf, als hätte ich dich über den Haufen gefahren. Was kann ich dafür, wenn du hier rumrast wie ein Irrer? Hast du immer so eine große Klappe, hä? Arschloch! Sehr freut mich. Herr Dr. Wolfram. Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.